Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen, langen, langen Ankündigungsvideo. Normalerweise mache ich das ja nicht, weil das immer total abgehoben wirkt und so klickgeilmäßig. Aber bitte bleibt bis zum Ende dran, denn es sind hier einige sehr wichtige Ankündigungen, die meinen Kanal betreffen, dabei. Deswegen, damit es nicht allzu lang und langweilig wird, beginne ich mit der ersten. Und zwar hatte ich ja vor, zusammen mit jemandem einen Server aufzumachen, einen eigenen, und hatte da ein Bewerbungsformular. Und wir haben etwa 200 Bewerbungen bekommen. Das Problem ist, dass wir... dass viele davon sich schon als Supporter oder Moderator beworben haben, aber das brauchen wir noch gar nicht, denn darüber können wir uns dann Gedanken machen, wenn der Server steht. Aber bis dahin brauchen wir jetzt erstmal Bilder, oder brauchen wir Bilder und Programmierer. Das Problem ist, Bilder haben wir mehr als genug. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon mal ein Team rausgesucht, was aus etwa 30 Bildern und 2 Programmierern besteht, und hier ist das Problem. Wir brauchen unbedingt noch Programmierer, das heißt, wenn ihr euch auskennt mit Programmieren und vielleicht schon mal sowas gemacht habt, wäre super nett, wenn ihr mir das nochmal schreiben würdet unten in den Kommentaren. Dann schreibe ich euch nochmal den Link zum Bewerben. Und dann werdet ihr euch da nochmal bewerben können als Programmierer. Aber noch eine andere Sache. Und zwar müssen wir leider eine Altersbeschränkung einbauen. Das heißt, alle Leute, die jünger sind als 12, das heißt ab 12 Jahre erst, dürfen diesem Server-Team beitreten. Das hat ein paar rechtliche Hintergründe, denn ansonsten könnten wir wegen Kinderarbeit verklagt werden. Das ist nicht unbedingt das, was in unserem Interesse steht. Darum tut es mir leid für alle, die jetzt 11 sind oder sowas und dann vielleicht 12 werden würden innerhalb der nächsten 2 Monate, aber das geht leider dann noch nicht. Und es geht ja allein um das Prinzip, dass es möglich ist, weswegen wir das dann nicht machen. Außerdem gibt es dann so eine Sache, da ich überlege, ob ich vielleicht da irgendwie nochmal extra Video drüber mache. So die Best-of von den Bewerbungen. Zum Beispiel der eine, ich bewerbe mich als Owner. Oder warum solltet ihr mich nehmen, weil ich einfach der Coolste bin. Das sind solche Bewerbungen, mit denen man dann nichts anfangen kann. Und übrigens Bewerbung. Wir haben die E-Mails geschickt, aber noch nicht an alle Leute. Allerdings gibt es auch Leute, beziehungsweise allerdings ist es auch so, dass ihr, wenn ihr keine E-Mail bekommt, das als nicht angenommen zeichnet. Denn das Problem ist, wir können einfach keine knapp 200 E-Mails schicken. Das dauert viel zu lange und deswegen schicken wir die E-Mails nur an die Leute, die dabei sind, und alle, die nichts bekommen, wissen dann, dass sie nicht dabei sind. Das hat übrigens jetzt auch nichts so damit zu tun, wie gut ich euch leiten kann. Das heißt, das ist komplett unparteiisch, unabhängig davon, ob ich euch kenne, nur anhand der Bewerbung und Erfahrung, die der Spieler schon hat, oder das, was er uns geschrieben hat zumindest. Ah, jetzt hat er mich mit einer Bedbomb getroffen. Boah, ist der Typ schnell. Ups, ist der jetzt. So. Übrigens, so, jetzt kommen wir hier zur nächsten Ankündigungssache. Und zwar, ihr seht, ich hatte doch mal 42 Millionen. Ach ja, ich war übrigens auch mal entbannt und hatte eine Woche keine Videos gebracht. Oha, der Chat rastet richtig aus. Und zwar, ja, folgendes. Einerseits bin ich entbannt. Erstmal das Wichtigste, was man jetzt hier auch gesehen hat. Das finde ich mega cool, weil sich so viele Leute aus meiner Community, denn... Ja, es gibt so viele Leute, die aus meiner
Community sich dafür eingesetzt haben. Es gab sogar einen, der wurde dafür für 3 Tage gebannt, weil er sich mit dem Mod zerstritten hat. Finde ich ein bisschen blöd, dass das so weit ging, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich jetzt wieder auf dem Server bin, aber das erzähle ich gleich. Bin ein wenig verwirrt noch, denn ich war eine Woche lang krank, deswegen kam kein Video. Nicht, weil ich auf Skybones gebannt war, witzigerweise ist das genau derselbe Zeitraum gewesen, wie ich gebannt war. Aber ich war krank und das hört man vielleicht auch noch. Ich habe vorhin einmal so eine Husten-Attacke bekommen, wo ich mich nicht mehr rechtzeitig muten konnte. Ich hoffe, das geht. Vielleicht schneide ich es auch raus. Ich bin auch jetzt noch nicht wieder ganz gesund, aber das wird schon. Und ja, dann stehe ich so da, komme wieder auf Skybones Online und dann steht auf der Homepage: Wartet mal, Skybones wird resettet. Und du denkst dir so: Nein, was? Und dann lese ich mir das so durch und es wird so sein, dass die kompletten Inseln, so wie wir sie jetzt hier haben, einfach in eine eigene Welt gepackt werden. Das heißt, Skybounds geht aus der Beta-Phase raus, das heißt, die Entwicklerphase ist dann vorbei, dann ist sozusagen, wird es als fertig betrachtet. Und ja, das heißt, die ganzen Inseln, wie sie jetzt sind, werden auf einen eigenen Server, wie zum Beispiel Nice oder Robots, gepackt. Und man kann auf den alten Inseln spielen. Allerdings sind die alten nicht mehr von Updates betroffen. Bugfixes nur, wenn sie wirklich nötig sind. Und es gibt dann die neuen Inseln. Das heißt, das wird auch wieder so wie First oder Anxient sein. Allerdings, ja, weiß ich noch nicht genau, wie das sein wird auf der neuen Insel, aber ich habe vor, da drauf zu spielen. Und ihr seht auch so ein paar Updates hier, hatten jetzt so einen Präfix, nennt sich das Teil, vor seinem Namen, wo dann das so drauf steht, welchen Rang man hat. Und da kann man sich auch welche in der Warzone finden. Kann man sich welche finden, alles klar. Perfekt. Cool, eine coole Chestplate. Und ja, das Problem ist, die Items von den alten Inseln von hier sind nicht transformierbar auf die neuen Inseln. Das heißt, man muss komplett von vorne anfangen. Aber wenn man einen Savage Rank hat, dann kann man seine Insel in die neue Welt reinkopieren. Das heißt, man hat dann seine Insel und das Problem ist, man kann jetzt keine Emerald-Blöcke oder sowas dorthin pflastern, denn alle Blöcke, die hohen Wert haben, werden auch resettet. Und ich mache momentan Folgendes. Ich verkaufe alle meine Spawner, alle mein Stuff auf der Insel von Ryan. Das ist mein Mate, mit dem werde ich auch demnächst ein paar Projekte starten. Und ihr seht hier schon, hier sind so ein paar Sachen wie mein Sword, hier meine Chestplate, meine God-Chestplate, noch Stormgems, meine Bunny-Rüstung. Die Schematics, die man nicht mehr bekommen kann, ein paar große Transmography-Bücher, Spawner, Soulstones und das wird alles relativ billig verkauft. Hier sind meine ganzen IGs, wir haben da auch schon was verkauft. Wir haben jetzt etwa 200 Millionen und davon werden wir uns dann einmal schon mal beginnen, hier auf diesem Server eine Insel aufzubauen und da schon so viele Sachen von Wert wie möglich reinzupacken, die nicht resettet werden. Und andererseits werden wir versuchen, Immortal Shards zu kaufen. Denn diese Immortal Shards behält man, wenn man sie freischaltet. Und das ist unser Ziel. Wir versuchen, so viele wie möglich Immortal Kits zu bekommen, um dann gleich einen Vorteil auf dem neuen Server zu haben. So, das war es jetzt von der Ankündigung hier von Skywards her. Und dann geht es jetzt gleich mal zu den nächsten Projekten, die noch kommen werden. Und zwar werde ich am Samstag nächste Woche, das heißt, das ist dann der 10. Ja, genau, der 10. ein Mini-Bau-Projekt hier auf meinem Kanal starten, zusammen mit anderen. Da werde ich ebenfalls mit Piken oder Brian, das weiß ich noch nicht, Brian ist mein Mate, von dem ich gerade erzählt habe, mit einem von den beiden werde ich dann im Team antreten und wir werden die anderen ordentlich rasieren. Und dann werde ich mit ihm zusammen
ein neues Format auf meinem Kanal starten, was einmal die Woche, denke ich mal, kommen wird. Und zwar Lucky Block Battles bzw. Lucky Wastes und so weiter. Wir haben uns dann schon einen Server gemietet. Wir haben auch schon Maps drauf, wir müssen nur noch aufnehmen. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ich bin zwar noch ein ziemlicher Noob mit Lucky Blöcken, aber so schwierig ist das nicht. Also, ich hoffe, euch hat dieses Kurzankündigungsvideo gefallen, was jetzt bestimmt schon so 12 Minuten lang ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.